Um Fensterdichtungen zu erneuern, ist es von Vorteil, wenn diese zuerst ausgebaut werden. Das erleichtert das Handling und spart in den meisten Fällen auch Zeit. Wir beginnen damit, die alten Dichtungsprofile zu entfernen und ziehen diese an einer Ecke beginnend langsam aus der Nut. Um die neue Dichtung einzusetzen, legen wir diese in der Mitte des oberen Fensterrahmens an und drücken sie bis zur ersten Ecke des Fensters fest in die Nut. Damit die neue Dichtung über die Ecken des Fensters sauber anliegen kann, schneiden wir mit der Gärungszange ein Dreieck aus dem Dichtungsprofil aus. Vor dem Schnitt achten wir darauf, dass die Fensterdichtung etwa 5 mm über die Ecke steht, damit diese auch wieder in die Nut passt. Bevor wir nun den Vorgang für die nächsten Ecken wiederholen, achten wir darauf, dass die Fensterdichtung ordentlich in der Nut sitzt. Wir durchtrennen das Dichtungsprofil aber nie komplett, sondern schneiden dieses lediglich bis zum Dichtungskörper ein. Sind alle Ecken geschnitten, kontrollieren wir nochmals den richtigen Sitz der Dichtung in der Nut und längen diese unter Zugabe von 1 bis 2 mm durch Anlegen des offenen Endes ab. Auch den geraden rechtwinkeligen Schnitt führen wir mit der Gärungszange durch. Durch die Zugabe pressen sich die beiden Enden fest aneinander und eine Verklebung der beiden Enden ist nicht notwendig. Die Fensterdichtungen sind damit erneuert und die Fenster können wieder eingebaut werden. Geschafft!